Die Weihnachtszeit ist vorbei und schon steht wieder ein neues Jahr vor der Tür. In der Zeit vom Jahreswechsel bin ich meist in einer nachdenklicher Stimmung. Ich schaue zurück, was gewesen ist. Was ist gut gewesen? Was schlecht? Was ist mir gelungen? Was nicht? Was war traurig? Was hat mir Freude bereitet? Und gleichzeitig denke ich auch darüber nach, was das neue Jahr bringen wird. Was habe ich für Erwartungen? Was nehme ich mir vor? Was wird sich verändern? Mir wird auch allem wieder bewusst, wie schnell die Jahre vergehen und wie schnelllebig die Zeit ist. Die Zeit bleibt nicht stehen. Es gibt allem wieder Veränderungen und Herausforderungen zu bewältigen. Vieles, was kommen wird, habe ich auch nicht in der Hand. So manches ist ungewiss. In den ganzen Fragen, die mich zwischen Weihnachten und Neujahr beschäftigen, suche ich noch etwas, was bleibt, was mir Halt und Kontinuität gibt und noch etwas, was sich nie verändert. Und da gibt es für mich leider eins. Und sel ist die Liebe Gottes. Zu Weihnachten haben wir die Geburt und Ankunft von Jesus gefeiert. Sein Kommen ist nicht ein einmaliges Geschenk, sondern etwas, was für allem bleibt. Jeder, der sein Herz öffnet und Jesus inlässt, den wird die Liebe Gottes nie mehr verlassen. Egal, wie es neue Jahr wird, egal, welche Herausforderungen auf mich zukommen und was mir erwartet, ich darf wissen, dass Jesus allem an meiner Seite und mich nie verlassen wird. Das verspricht er in seinem Wort in der Bibel. Da kann man lesen. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Mit der Zusage kann ich motiviert und voll Freude ins neue Jahr gehen. Gott ist mit mir, überall und zu jeder Zeit. Sein Versprechen gibt mir Sicherheit und Geborgenheit. Er ist mit mir in alle Höhen und Tiefen, in Freude und im Leid. Darauf will ich mich verlassen und darauf will ich vertrauen. Gott ist treu und sein Wesen ändert sich nie. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mit welchen Fragen und Gefühlen gehst du ins neue Jahr inne? Vielleicht beschäftigen die ähnliche Gedanken oder vielleicht hast du auch die Sehnsucht nach Kontinuität und Beständigkeit. Noch etwas, das für allen bleibt. Ich möchte dich ermutigen, deine Fragen an Gott zu wenden und bei ihm die Antwort zu suchen. Bei ihm wirst du finden, was du brauchst. Um Jesus besser kennenzulernen, kannst du in der Bibel lesen. Dort drin ist alles über ihn aufgeschrieben. Die Worte, die in der Bibel stehen, sind genauso beständig wie Jesus selbst und bleiben für allem gültig, so wie in Jesaja 40, Vers 8 steht. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Wenn du noch keine eigene Bibel hast, schicke mir dir gern eine, kostenlos und unverbindlich zu. Schreib uns einfach eine E-Mail an info@myinput.it. Wenn du weitere Fragen hast, helfen mir auch gern weiter. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.